Entweder sitzt sie da, ihre Augen lesen Geschichten, sie ähneln ihr Leben. Lang hat sie gesucht, aber es hat sie nicht ergeben. Freunde hatte sie schon viele falsche, solange sie funktionierte, war sie da. Sie ist gewohnt, denn gute Freunde sind rar. Ein kleines Kind im Haus, das beschützen will die Gegend so grau. Sie weiß, sollte es so weit kommen, wäre in dem Bau. Sie hört ein Lied, Gedichte für Kinder, die sich damit schützen sollen. Sie verspricht euch, sie werden sie überrollen. Eure Kinder werden schreien, sie werden betteln, ihr werdet sie nicht sehen. Und wenn es zu spät ist, werden sie gehen. In den Sarg, den ihr geschaffen habt, durch Schweigen, sie werden sich einreihen in den Reigen. Von Trauer und Verzweiflung steht da wieder in der Zeitung. Ein weiteres Mädchen tot, abgelegt in einem Boot, getötet von ihnen, eure Ranz und habt ihr. Steht auf, beschützt eure Kinder, heute und hier. Genau heute, in diesem Moment, werden Kinder vor einem Erwachsenen stehen und betten. Bitte, lass mich gehen. Ihr werdet sie nicht sehen. Sie werden scheiden, sie werden betteln. Das Gedicht, das ihr beigebracht habt, wird sie nicht retten. Ihr wollt das nicht. Dann steht auf und rettet eure Kinder ein Vergewaltigungs- und Missbrauchopfer. Und you see, feel.